Ja, hallo hier bei der Sophie Scholl Street Art Graffiti Aktion. Das hier ist die Vorlage aus dem Vektor-PDF in DIN A3 ausgedruckt. Das könnt ihr aber auch größer ausdrucken, auch in kleiner. Wird es aber schwierig. Wir machen heute die Schablone in DIN A3. Dafür habe ich auch Material eingekauft. Wir haben hier die Spraydosen, die wir nachher benutzen werden. Montana Gold oder Montana Black. Die sind eigentlich ziemlich günstig und gut. Dann ganz wichtig, besonders für Anfänger, die sind sogenannte Gartenarbeitshandschuhe. Die Gartenbetriebe haben ja auch auf. Gerade die haben hier so eine Gummioberfläche, mit der man auch so die Vorlagen drehen kann. Und wenn man nah schneidet, wenn man sich da einen Finger ein bisschen reinkattet, dann gibt es nicht sofort das Blutchaos. Also gerade für Anfänger, solche Handschuhe kosten auch ungefähr 4 Euro. Dazu dann noch, wenn ihr nicht Lust habt, diese Typografie auszuschneiden, dann kann man auch sozusagen die Sprüche oder Signaturen mit sogenannten Lackstiften machen. Mit den Lackstiften kann man nachher aber auch hier solche Stege schließen, die ich hier eingebaut habe, damit die Vorlagen nachher nicht am Flattern sind. Hier sind Stege drin. Die werden, das behält die Stabilität, dass sozusagen die Inseln in der Schablone nachher nicht so wegfliegen. Diese Stege werden mit ausgeschnitten. Alles, was schwarz ist, wird ausgeschnitten. Ich habe hier schon mal angefangen mit dem Weißunterleger. Der Weißunterleger, der dahinter liegt für die Weißfarbe. Hier habe ich noch die kleine Pluszeichen als Passmarken. Die Passmarken werden unterklebt mit Malerkrepp, das lag hier eben auch noch. Das Malerkrepp dann runter, damit die Passmarken nicht mitgesprüht werden. Diese Passmarken als Pluszeichen werde ich noch austauschen gegen Dreiecke, das ist dann einfacher mit dem Schnibbeln. Ja, und Lackstifte sind halt wichtig und vor allen Dingen auch Cutter. Man kann hier solche Cutter benutzen, die gibt es auch im Baumarkt. Oder diesen Grafik-Cutter, das ist ein Grafikerskalpell. Dementsprechend ähnlich eines medizinischen Skalpells, die kann man auch nehmen. Ich benutze dieses Grafiker-Skalpell. Ich habe jahrelang Airbrush gemacht, da haben wir die auch benutzt. Ich habe noch Ersatzklingen besorgt, falls die jetzt stumpf werden soll. Wir werden ja jetzt hier 6 Schablonen schneiden. Ja, und dann fangen wir an und es wird im Zeitraffer laufen. Macht euch auf jeden Fall für die Tischplatte eine Unterlage in DIN A3 im Karton. Kein Wellkarton, ich habe hier die Rückseite von einem ganz normalen Zeichenblock genommen, damit ihr auch gerade Schnitte machen könnt und schneidet auch immer sozusagen in das Motiv rein. Wenn ihr hier anfangt zu schneiden, sozusagen immer in das Motiv reinschneiden. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Schnitt macht in die Schwarzfläche, nehmt euch eine gerade Fläche und dann schneidet ihr hier quasi rein, nicht in das Weiße hinein. Wie das läuft, das seht ihr nachher im Zeitraffer. Da werde ich auch nochmal einen Erklärtext zu machen. Also geht's los mit den Schablonen. Viel Spaß. Cut. Thank you.
Okay, jetzt haben wir hier alles abgeklebt. Das ist jetzt bei mir im Arbeitszimmer. Und besorgt euch eine Flächenfreigabe. Hier ist abgeklebt, auch hier direkt die Ecken von den Sprühschablonen, wo nachher die Passmarken sind. Damit die Passmarken nicht im Motiv sind, wer die Passmarken im Motiv haben will, der kann gerne damit anfangen. So, und wir fangen an mit, der kann die Passmarken auch drin lassen. Wir fangen an hier mit der Weißschablone. Also ist direkt auf DIN A3 schon angepasst. Und jetzt werden wir die erste Sprühschablone fixieren. Und die Höhe eingehalten wird. Und unten auch. So. Nehmt einfach dieses ganz normale Malerkrepp, das ihr im Baumarkt habt. Lässt sich wieder ablösen. Die Schablonen sind auf 200 Gramm Papier. Fotokopierpapier, das heißt, die reißen jetzt auch nicht ein. Und einige Sprühschablonen, die sind oft gern ein bisschen labberig am Anfang. Aber wenn die 2-3 Mal benutzt sind, dann kriegen die durch den Lack nochmal eine eigene Stabilität. So, auch darauf achten, dass die Sprühschablone plan offen ist. Und dass ihr kein Tesakrepp über die Passmarken macht. Das könnte das Ding nachher nicht einpassen. Und wo noch ein bisschen Beton durchscheint, wie hier unten, sehe ich gerade, da habt ihr sonst eine weiße Linie nachher. Oder eine andere Farbe. Dann einfach das Malerkrepp. Ne? So, das ist hier Montana Gold, weiß. Und immer schütteln, bis ihr schön die Dose, die Kugel hört. Und wegen den Pigmenten, Aerosolen, also zumindest eine FSP2-Maske, gibt natürlich auch andere Masken direkt für Sprayer, kosten ca. 30 Euro. Habe ich jetzt nicht geholt. So, hier sehen wir dann den feinen Nebel, den das macht. Einmal anfesten. Und hier mit dem, die Handschuhe. Ganz normale OP-Handschuhe reichen. Damit die Schablone nochmal andrücken. Das ist jetzt sozusagen der Weißunterleger. Ah, ich liebe diesen Geruch. Ich habe früher damit mein Geld verdient. Mit Graffitis. Und ich habe ein paar Jahre lang Airbrush gemacht. Okay, das ist jetzt die erste Schablone, lass das nochmal kurz eintrocknen und machen dann noch eine zweite Lage drauf, dann ist das Weiß schön satt. So, und dann, damit wir die Passmarken nachher wiederfinden, noch ein Sprüher auf die Passmarken, dann können wir nachher die nächste Schablone drauf reinsprühen. So, die zweite Hautfarbe und ich habe gerade nochmal meine Passmarken nochmal genau markiert, wo ich vorher mit Weiß gesprüht habe, damit ich die jetzt besser finde. In die Passmarke am Mitte mit den zwei kleinen Stücken, da kann man noch ein bisschen bewegen, falls man die nicht genau erkennen kann. So, hier und hier, da sind wir jetzt d'accord, damit es nicht schön, damit es schön klar abgeht. Das musst du immer schön an der Wand sein. Hier sehen wir jetzt auch Passmarkengenauigkeit. Ein bisschen, ja, das passt schon. So. Also da, wo das Bild weit an die Wand rankommt, dann das nochmal festkleben. Auch hier
So. Und jetzt kommt, bei den Dosen muss man noch aufpassen. Hier. Denn dann ist noch so ein Schutz drin, damit man nicht sprühen kann. Den rausholen. Dann wieder schütteln, bis die Kugel. So, das Klackern ist wichtig. Die Kugel löst das Pigment von der Dosenwand. Immer darauf achten, dass das klackert, bevor ihr loslegt. Sonst fängt die Dose an zu spucken. So, jetzt haben wir hier einen ziemlich coolen Strahl. Ja. Und am besten wegen Läufern immer von oben nach unten arbeiten. Auch hier festhalten. Lieber zweimal drüber, um eine gute Deckung zu kriegen, als einmal voll draufhalten. Sonst gibt das nämlich Läufer. Und in der Stencil sind Läufer halt nicht so ideal, weil man kann das jetzt nicht mit dem Feuerzeug abfackeln, wie sonst beim Graffiti. Ein bisschen warten. Und dann machen wir die zweite Schicht. Ein bisschen Abstand halten auch. Da, wo es abgeht, anhalten. Ne, sonst wird es unscharf. So. Das müsste schon reichen. Ja, ist eine gute Deckung. Wieder leer machen. Und jetzt können wir es abnehmen. Beim Abnehmen auch am besten von unten nach oben. Und jetzt haben wir schon die Sophie. Halb erkennbar. So, jetzt wieder mit den Passmarken genau angebracht. Die Sophie Scholl, die Typografie habe ich noch auf einer anderen Schablone gemacht, die Schrift. Je mehr Löcher in einem Papier drin sind, desto unstabiler wird es. Deshalb habe ich hier zwei Schablonen für schwarz. Desto einfacher lässt sich das auch kontrollieren. Ganz wichtig bei solchen Stencil-Sachen, dass man jetzt hier sozusagen sich eine Hilfe nimmt, ich nehme dafür hier einen Pinsel, um die Sachen dann sozusagen anzudrücken, damit die scharf werden, die Kanten. Ne? Und wir fangen wieder oben an. So, erst wenn man hier sieht, wenn man anfängt zu sprühen, dann haben die noch ein paar Spritzer. Und erst wenn der Druck konstant ist, dann anfangen auf der Stencil, auf der Sprühschablone. Ganz vorsichtig hier auch beim Gesicht, die Augenpartie. Die Haare hier ist auch sehr filigran. Hier sehe ich gerade, da war nicht genug Farbe drauf. Auch der Stacheldrahtzaun, den ich hier verbunden habe mit der Rose, die ich designt habe. Den Stacheldrahtzaun habe ich im Januar an einer KZ-Gedenkstätte in Neuengamme fotografiert. Direkt vor der Garage des Fuhrparks der SS. So, jetzt haben wir schwarz. Ein bisschen antrocknen lassen, nicht sofort runternehmen. Ansonsten haben wir da ein leichtes Problem. Ich mache noch mal kurz die Passmarken. Langsam, wir fangen unten an. Immer am besten abreißen, so schräg nach unten. Dann reißt das Papier nicht ein. So, immer schräg abreißen. Hier auch wieder schräg abreißen.
weg von mir. Und da ist die Sophie bei mir an der Wand. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt machen wir die Typografie der Sophie. Schwarz ist trocken. Wir passen das an auf die Passmarken. Die Passmarken sind unterklebt mit Crepe. Das heißt, die Passmarken werden nachher nicht mehr zu sehen sein. Und jetzt einmal hier ein bisschen Spannung drauf und fixieren. Ja, hier unten habe ich falsch geklebt, da muss ich nochmal. So. So, jetzt hier auch wieder mit diesem Pinsel versuchen, das hier ranzudrücken. Ich sehe gerade, dass es sehr nah an der Border ist. Deshalb fixieren wir das auch mal hier, damit wir dann quasi die Möglichkeit haben, dass da keine großen Verläufe entstehen, also richtig scharf ist. Wenn ihr richtig scharf sprühen wollt, dann ein bisschen Abstand. Und jetzt dieses 100 Jahre Sophie, das ist so das schwierigste Ding. Oh ja, das ist schwierig. Ja, und da erinnere ich mich jetzt gerade an, dass ja Sophie Scholl war in der Weißen Rose, hat sie die Mitglieder der Weißen Rose überzeugt, auch mit Stencils, quasi mit Schablonen, dann mit Teerfarbe, die man nicht abwaschen kann, an den Wänden in München, auch von der Universität in München, Hitler muss weg und andere Parolen dran zu schmieren, dran zu übermalen etc. Und somit war sie eine der ersten Street-Art-Aktivistinnen in Deutschland. Und das ist meine Huldigung an sie. Meine Sophie. So, jetzt sehen wir mal, ob wir sauber gearbeitet haben. Ne? Jetzt kommen die Karton, ganz interessant für Katzen. Yeah. Da ist die Sophie.